So, wir sind hier gerade in Köln angekommen. Heute geht es zum Phantasialand. Ich wurde nämlich von Twitch eingeladen. Da werden wir jetzt einen richtig geilen Vlog machen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Köln-Wetter ist auf jeden Fall 1 plus mit Sternchen-Kappi. Let's go. Ich bin gerade um 5 Uhr morgens hier losfahren müssen, ne? Und ich bin wirklich mit dem letzten Zug hierher fahren müssen. Also wirklich, Bro, ohne Schlaf, ohne alles. Warte hier gerade noch schnell auf meinem Uber. Und der fährt mich dann, ich glaube, eine halbe Stunde geht das hier bis zum Phantasialand. Und dann geht's auch direkt los. So, das ist mein Uber. Einfach Son Goku, sein Stab von Dragon Ball. Richtig. So, Hotel Matamba. Hey, mach du Matamba for me. Okay, wir sind jetzt Phantasialand angekommen. Ich war noch nie im Phantasialand. Wir haben uns aber auch das beste Wetter der Welt angesucht. Es ist so am Pissen, ne? Also nicht normal. Wir gehen jetzt in das Hotel rein. Hey, Hotel Matamba. Okay, Tür geht einfach von selber auf. Ich fühle mich direkt heimisch, Digga. Ist das mein Zuhause? Ist das Afrika oder was? Digga, ich schwör's, das ist doch mein Kollege. Oder ich fühle mich wie zu Hause hier. Die Musik. Oder hier ist Dschungel, hier ist alles, Digga. Konferenzräume darüber, entlang. Bruder, mit Fluss und alles, jo. Ich fühle mich richtig heimisch. Okay. Moin, moin. Moin. Ah, hier ist richtig Twitch. Perfekt. Ich habe mir jetzt hier den Platz gegönnt. Ich habe hier so ein geiles Dings da. So ein, wie nennt man das? Ich weiß selber, wie das heißt. Dann habe ich hier nochmal ein Quick Pass Ticket, dass ich halt direkt durchkomme. 20 Fantasie Euro. So sieht das Ganze hier aus. Hier wird safe Präsentation gehalten. Binken und gleich gibt's Frühstück. Ja, selbst die Klos haben afrikanische Musik. Ich fühle mich so heimisch. So geil. Hier gibt's sogar lecker Frühstücksbuffet. So sieht das aus hier. Schön afrikanisch gehalten. Also wirklich, ich fühle mich hier so heimisch. Ne? Das ist nicht normal. Das ist Frühstück. Nicht so das, was wir in COD Los Angeles haben. Ich glaube, hier Frühstück. Bockt sich. Da haben wir direkt ein Baba Premium Frühstück reingehauen. Hau ich mir direkt rein. Ich mache mal nebenbei meinen Beef auf. Bin mal gespannt, was hier drin ist. Oha, meine Phantasialandscheine, ey. Rich, rich, rich. Miese rich. Ein Quick Pass, dass wir halt sofort reinkommen, ohne Warteschlange. Yo, 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 yo. Ich bin Michael Ballack. Bin das, ne? El Capitano. Hast du schon Bock zu verlieren? Wir werden sowas von gewinnen. Ja, ihr werdet gewinnen. 100%. Was ist das eigentlich? Komm da auch so. Genau. Oh mein Gott, wie geil. Das ist geil. Wir brauchen gleich einmal ein Teambild. Ich habe den Cover geklaut. Das ist unser Team. Typ? Wer ist das? Ich weiß wirklich nicht. Bin ich mit dunklen Haaren. Welches Emote? Dieses Haar. Ach ja, stimmt. Jetzt check ich. Guck mal, wir haben Kappa. Kappa, Kappa, Kappa. Ich bin im Gegnerteam. Okay. Warte, was ist jetzt unser Teamname? Jetzt seid mal ehrlich. Chicken Dinner. Chicken Dinner, echt jetzt? Okay. Das ist Chicken Dinner. Chicken Dinner? Ja. Teamversammlung, komm mal her. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Komm. Mach einen Kreis. Bist du jetzt bei denen? Sie snitcht. Sie snitcht. Hier mit der Hand, mach mal alle die Hand ein. Alle die Hand. Winner, Winner, Chicken Dinner. Hier ist nichts unangenehm, das ist Teamgeist. So, das ist das Verliererteam. Die Ladies sind noch ein bisschen zu selbstbewusst, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Alter. Schummeln. Oh, was kannst du gut? Ich kann auch gut schummeln. Alter, so. Die können alle gut schummeln. Wir treten jetzt gegen ein anderes Team an. Wir müssen jetzt irgendwie so Challenges oder so machen und die müssen wir jetzt bewältigen. So, die Story Games, so diese Zettel, die auf dem Boden liegen, keiner liest. Skip it, skip it. Das müssen wir suchen. Ja, das ist so ein Karussell oder sowas. Oh, 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 deine Jacke. Ich hab's direkt erkannt. Team Chicken Dinner! Hier ist unser Kameragirl. Digga, was ist das für eine respektlose Achterbahn? Ey, die geht hier, Looping und alles. Hat jemand Map-Kenntnisse hier? Oh! Okay, okay, okay. Das ist das hier. Das ist das. Warte, wir sind irgendwo hier. Einfach nur geradeaus. Let's go. Und der Name ist das. Ja? Alter, sie ist das schon, ist das schon ein Punkt jetzt? Wir sind sicher. 103, 103. Wellenflug. 100 Punkte! 100, ja! 100 Punkte! 100 Punkte, ja! 100 Punkte! Für Punkte. Für die erste Attraktion. Was ist die nächste Quest? Bowser Schokolade auf Mäusejagd. Sein Handy immer direkt ans Gesicht geht, wenn er einen filmt. Ja, das muss man machen. Momo ist einfach so. Das ist diese POV, die muss man machen. Ich filme den immer so ins Gesicht, ey. Sagst du, das ist die POV. Das ist hier richtig so. Ich fühle mich richtig heimisch hier, sag ich dir, wie es ist. Auf. Das ist die POV, Junge. Geil. Nami, wohin? Links. Links. Team links. Das fucking Doppeldecker Pferdekarussell. Nami, hallo? Was soll das denn sein? Sorry. Ich hab links und rechts Schwäche. Alter, also die hast du Tsunami gekrönt, da kratzt er komplett. Er muss Ruffy sein. Ja. Kann nur einer sein, Lissop, Digga. Ja, wirklich, Digga, ich bin Lissop. Nase passt und ich bin auch schwarz. Du musst das. Unser anderes Team, die andere Hälfte, die ist noch ein bisschen lost. Team, was ist denn da los? Wohin, Junge? Du bist nach links. Chinine, da ist das nächste. Geil, dein Mod ist bei mir im Chat. Bone Crusher. Bone Crusher. Dank Ihnen ist die Tortenfabrik gerettet. Nun können endlich die Hotels wieder beliefert werden. Das gegnerische Team. Habt ihr schon Punkte? Ja, und ihr? Ja, aber wir haben Pokerface. Ja, ja. Kannst du merken? Was ist so riesig? Ja! Digga! Schokoladenfabrik! Ja, das sieht unnormal aus. Es ist unnormal hier. Acht Heilige.
Ey, sieht das geisteskrank aus, ey. Oh mein Gott. Schlauchachterbahn. Seid ihr bereit für Black Mamba? Ja! Ja! Black Mamba ist die heftigste, ne? Also ich kenne die überall. Jeder redet immer von Black Mamba. Das soll geisteskrank sein. Black Mamba wäre aber auch ein geiler Rappername für dich. Ja. Das ist halt mein Pornoname, wird das? Ja. Black Mamba. Das sieht so nach einer Black Mamba. Big Mamba. Ach, scheiße, jetzt kann ich reden. Black Mamba aus. Black Mamba. Digga, niemand liest den Quest-Tag. Nur die Quest vorlesen. Nur das gelb markierte 0 von 8 oder so. Mehr nicht. Ist die Schlange munter, geht es Meier Lange vor, munter. Vernebelt dein Gesicht. Ich kann mal irgendwo anders. Alexis, Black Mamba? Du musst da rein, du musst da rein. Unnormal, wir waren gerade alle. Los, geh jetzt rein und sag, wie das war. Nein, 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 nein. Aber du wirst so nach unten gedrückt. Was, du bist nach unten gedrückt, Bro? Ja, von dem Druck. Nami, wohin geht's? Wir müssen nach vorne rüber. Pass auf, Leute. Wir müssen hier die Treppe runtergehen und da vorne runter. Okay, da. Dann machen wir so. Statement zu Black Mamba gerade? 7 von 7. 7 von 7? Nee, 5 von 7. 5 von 7? Ja. Aber warum 7? Hä? Warum von 7? Das ist die neue Skala. Warum von 7? Hä? Was ist denn für eine Skala? 0 bis 7 habe ich schon gesagt, das erste Mal gehört. Wasserbahn! 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 Let's go rein da! Oh mein Gott! Wasserbahn! Wasserbahn! Wie er durchsprintet, ey! Wasserbahn! 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 Alles noch gechillt, alles noch gechillt, aber viel Wasser in meine Hose! Ey! Alter, das kentert richtig! Links! 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 Oh! Oh! Oh, 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 oh mein Gott, komplett nass, komplett nass. Oh, oh mein Gott, Digga. Pass auf, Digga. Nein. Nein. Ah. Ey, Mann. Komplett nass, meine Hose ist nass. Meine Hose ist komplett nass. Okay, jetzt geht's hoch. Ich glaub schon, ich glaub, das ist der Letzte. Nee. Das war doch nicht. Oh, Mann! Bro, guck dir mal meine Hose an! Links! Rechts! Links! Ach du Heilige! Links! Okay, jetzt kommt der Letzte! Okay, das ist er, das ist er, das ist er, das ist er! Digga! Alter! Oh, ich bin komplett nass! Das war geil! Digga, mein Handy hat so eine Dusche bekommen, ne? Wir haben's aufgenommen, wir haben den Punkt. 100 Punkte nochmal! Wie viele Fledermäuse? Ja. Ich hab das in der Aufnahme, safe. Okay, wir nehmen. Okay, wer ist für 4? 24! Oh! 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 Verdammte 3 Fledermäuse! Oh mein Gott! Herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany! Sagen wir nochmal. Ey, das Display ist am Arsch. Aber 70 Punkte? Ja, 70 Punkte. Moment. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Twitch das hier wieder rückerstattet, oder? Wo sind denn hier diese Leute? Da müssen wir rein. Holzachterbahn, nächster Stop. Kleines Zwischenfeedback der gegnerischen Teams. Ich habe rein gar nichts gemacht. Nichts. Ich habe einfach nur mit rumge... Ich habe nur so getan, als hätte ich irgendwas gemacht. Seid ihr irgendwo reingegangen? Ja. Wo? Welche? Ehrlich? Sein Handy ist hops. Aber es geht noch. Hans hat gesagt, ey, mein iPhone 11, das hält alles aus. iPhone 15 kommt raus, easy, neuer Vertrag verlängern. Easy peasy. Lola, bist du schon irgendwo reingefahren? Ich bin gerade in Black Mamba gefahren. Black Mamba? War krass, ne? War, ja. Aber das sieht man jetzt nicht. Nee, das sieht man nicht mal richtig. Bisschen schon, ne? Ich sag's da, vor allem vorne, du wirst komplett nass. Wir machen die nächste, ja. Welche seid ihr? Da müsst ihr schneller machen. Ich muss zu meinem Team. Scheiße, ich hab mein Team verloren. Tja, schade da. Team verloren. Zu lange mit Lola geredet. Kleine Zwischenfrage. Habt ihr mein Team gesehen? Ich sag mal so, ich wollte in das Team rein, aber hier sind viele 31er. Ihr seid alle rübergegangen. Warum sind die 31er? Nee, 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 stimmt, ihr nicht. Aber warte, sie ist eine 31erin. Sie war das. Und hast du Infos? Hast du bis jetzt was dazugebracht? Aber ihr seid ja auch ein Full-Mädels-Team, oder? Wo sind die Jungs? Das nennt man Grinder, ne? Ey, hat einer von euch die Karte? Da, ich muss gucken, wo die Holzachterbahn ist. Was habt ihr denn mit eurer Karte gemacht? Genau hier sind wir. Was sieht hier nach Holz aus? Hilfe! Und da kommt er auf mich allein gestellt.
zu, mein Team. Wo ist der Eingang für das scheiß Holzachterbahn? Digga, tut mir das nie wieder an, ey. Ich sag's euch. Achterbahn! Es geht komplett nach oben. Das ist so dunkel, ich sehe nicht. Vier Tunnel, ne? Vier Tunnel waren das. Vier Tunnel. Hier. Ganz merkt man auf sich. Das war jetzt die letzte Achterbahn, die ich aufnehmen durfte. Aber was sagt ihr overall? Wie war die? Geil, geil. Geil, geil. Bock, ne? Also Empfehlung, wenn ihr hier Phantasialand in die Gruselbahn geht, nicht reingehen. Nicht reingehen. Macht das nicht. Also Empfehlung. Die ist so scheiße. Aber so, by the way, das ist wirklich sehr, sehr geil hier. Dieses Japan-Town, so City-mäßig gestylt, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich feiere das. Das ist mein Lieblingstown hier gerade. Ich werde nie wieder mein Handy droppen. Hier ist eine unnormal krasse Achterbahn, also die ist wirklich gestört. Aber wir dürfen leider nicht mehr aufnehmen, sonst kommen Sicherheitsdienste hier richtig streng, was Aufnahmen angeht. Ich erzähl euch. Wie krass war das, bitte? Ey, gestört, ne? Mit dem Regen, das ist wie Hagel in dein Gesicht gekommen. Sagst du, das war die beste Achterbahn, die ich in meinem Leben gefahren bin? Also, ja doch, ich glaube auch. Wirklich, also bis jetzt, die ich gefahren bin, Moviepark, Heidepark, das war der beste. Es ist so mies am Regnen, ne? Und ich frage mich die ganze Zeit, was ist hier los? Wirklich, was ist hier los? Und da hinten einfach Regentanz. Zweiter gewonnen? Ja. No way! Es gibt lecker Essen. Es gibt so traditionell Currywurst. Traditionell es gibt Currywurst. Halt traditionell afrikanische Currywurst. Das sieht schon ziemlich nice aus. Das sieht wirklich lecker. Das sieht wirklich brutal aus. Bei der Phantasialand Trophy ist das Team Winner! Yeah! Was ist das? Kriegen wir eine Teilnahmeurkunde oder was? Kriegen wir nichts, Alter. Was ist das? Schokolade! Oh. Ja! Nochmal Schokolade! Oh, ich bin so traurig. Alter, ich hab keine Lust mehr. Ey, Jungs, ist schon L, dass sie nicht gewonnen haben, ne, wirklich. Also, ich bin echt traurig, dass sie nicht gewonnen haben, sag ich euch. Wie ist das, Kapi? Ja, kann man machen. Wie fühlt sich so eine Gewinnerin? Ich will mich einfach nur gut, weil es euch schlecht geht. Scheiße, ich sag's. Geht's uns schlecht? Digga, ich will jetzt Achterbahn fahren. Ich will auch Achterbahn fahren. Was war denn in dem Kleinen jetzt? Noch mehr Schokolade. Doch, mach bitte. Oh. Ja. Ja. Aha, es kam. Ich hab noch keinen. Ich hab einen. Achterbahn. 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 Seit 2020, Twitch-Tattoo, geisteskrank. Das ist wirklich ein Streamer aus Herz. Ich habe eine Wette verloren. Ach so, ja, okay. Nein. So, meine Freunde, das soll jetzt auch mit dem Vlog gewesen sein. Tut mir auf jeden Fall mal einen Gefallen und lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Ich würde auf jeden Fall mal die 150 Likes vielleicht mal hitten. Und schreibt auch gerne in die Kommentare. Kommentare wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Algorithmus jetzt endlich mal besiegen. Denn die Videos kriegen leider sehr wenig Aufrufe bei so einem Aufwand. Ich gebe mir sehr viel Mühe, wenn euch die Vlogs gefallen. Es kommen in Zukunft auf jeden Fall mehr Gaming-Content und so weiter. Ich will mich auch nochmal bei Twitch bedanken für dieses geile Event, dass ihr mich da eingeladen habt. Ich hoffe, ich bin bei zukünftigen Events auch wieder eingeladen. Es war auch echt cool, diese ganzen Streamer kennenzulernen. Ich kannte die alle davon nicht und ihr habt selber gesehen, was für eine geile Verbindung wir auf einmal hatten. Support auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Vlog oder zum nächsten Video und ciao.